Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dr. Filz spielt Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge. Beim letzten Mal haben wir vor dieser hübschen Truhe aufgehört, die wir in einem Raum in einem der Ecktürme des Schlosses gefunden haben. Und da würde ich sagen, gucken wir uns die jetzt mal an. Aha, CE. CE. Wollen wir es riskieren? Nee. Mal ein bisschen nachher. Aha, also der Buchstabe da, der war falsch. Da, wo jetzt ein Sternchen ist, soll das, glaube ich, heißen. Ist ja auch egal. Also wir haben CEF, zwei Worte, und FADR, also zwei Fs. Zwei Fs. Das ist also Cloud of Fear. You disarmed the trap. Hurra. Toll. Na, das hat sich ja gelohnt. Na gut. Popliger, Random Treasure. Moment, sicherheitshalber nochmal gucken. Cloth Pants. Nee, Samurai kann ich auch nicht entziehen. Okay. Gut, dann gehen wir hier also wieder runter. So, hier war nichts mehr. So, jetzt, was fehlt denn noch? Nordosten fehlt noch. Achso, ja. Immer erst. Och nö. Was soll das denn? Oh. Das ist gar nicht schlecht. Egal. So. Aha. Ach ja, jetzt sind wir auch wieder im Erdgeschoss. Hinter dieser Tür. Werden wir schon gewesen sein. Ja, dahinter muss sich irgendwo dieser Altarraum befinden. Da kommen wir ja von der anderen Seite ran. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nee. Aha. So, eine Tür, das ist immer gut. Locked. Nicht mehr lange. So, dann mal rasten. Okay, soviel zum Thema. Ah, schläft ja nur Valkris. Ja, gut. So. Spell. Oh, Spell. Bringen wir es mal schnell zu Ende. Ja, nicht hier so lange aufgehalten werden. Dankeschön. Ja. Oh, 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 oh. Oh, gab aber einiges dazu. Theology. New Priest Spell. Slow has cure paralysis. Paralysis ist nicht schlecht. Enchanted Blade ist eigentlich auch nicht schlecht. Blades ist immerhin ein Angriffszauber, mit dem sich Schaden machen würde. Aber ich glaube, ich nehme erstmal Sane Mind. Den werden wir nämlich brauchen. Der ist wichtig. Für den Fall, dass wir verrückt werden. Und wir werden hier sehr oft Verrückte. Okay, du hast jetzt nicht so viele Tributes gekriegt, aber immerhin 6 Skill Points. Das ist ja schon mal was. Okay, Fire Shield, ja. Detect Secret. Ja, eigentlich würde ich ja das hier ganz gern mal besetzen, aber ich meine, andererseits, so viele wichtige Zauber sind da einfach nicht. Fire Shield werde ich in der mittleren Zukunft, oder in der nicht ferneren, mittelfernen Zukunft brauchen. Das Ding vom Air Pocket, das ist auch nicht schlecht. Aber, damit das hier kein
dauerhaftes Exploiting wird, nehmen wir jetzt einfach mal Detect Secret, weil theoretisch weiß ich ja nicht, wo die Secrets sind und dann müsste ich den Zauber ja nehmen und das sozusagen immer an den richtigen Stellen, ohne dass mir das Spiel einen Hinweis gibt, zu suchen, weil ich es halt weiß, ist ja irgendwie auf Dauer ein bisschen albern. Also machen wir das lieber richtig. So als würden wir es zum ersten Mal spielen. Zumindest was die Zauberauswahl angeht. Das ist sonst. Weil vom Prinzip kann man natürlich dann auf Secret, Detect Secret verzichten, aber das möchte ich nicht. Creeping Vines. So. Und unnütz ist der Zauber in jedem Fall nicht, weil die späteren Dungeons, durch die wir gehen, die sind nicht ganz, sind nicht mehr ganz so übersichtlich wie der, wie die Räume im Schloss, wo man ja sich in etwa denken kann, wo es Secrets gibt. Da ist das schon ganz gut, wenn man zwischendurch mal unterwegs was findet und vom Spiel darauf hingewiesen wird. Und dafür braucht man halt diesen Zauber. Das ist also nicht wirklich vergeudet. Gut. So, da ist hier wenigstens was drin, nachdem wir diese Puppelviecher totgeschlagen haben. Ja. Entschuldigung. A bunch of rotted crates have fallen into a heap upon the floor. Whatever they might have contained turned to dust a long time ago. Das ist ja enttäuschend. Toll. Toll, toll, toll. So, jetzt geht's auch noch weiter nach oben. Sehr gut. Wir wollen mal wieder. Ah, sehr schön, wieder schöner Blick. The smelly carcass of something dead is lying on the tower ledge directly overlooking the moat. It has decayed beyond the point of recognition with no indication of how it died. Search the carcass for details. Push the carcass off the tower. Leave the carcass alone. Kleiner Tipp. Der ist so lange tot und da sollte man sich besser nicht die Finger dran schmutzig machen. Wir kicken ihn einfach mal vom Turm. Das ist auch mal lustig. Gibt dann immer ein schönes Geräusch, wenn er unten ankommt. Hoffentlich geht da nicht gerade zufällig ein Passant vorbei. You push the remains over the edge of the tower and moments later hear the faint splash as they hit the moat. Also, naja, da sind natürlich keine Passanten, ist natürlich alles. Oh, das. Hier sind Passanten. Mein Gott. Drauf. Ja, buff und nochmal buff. Hey! Also hier, du hast jemanden getötet. Herzlichen Glückwunsch. So, ist hier noch was? Looking out across the tower's edge, the north forest spans as far as the eye can see. Das überprüfen wir mal. Tatsächlich. So viel Wald, soweit das Auge sehen kann. Aber wir sind Retro-Gamer, wir sind daran gewöhnt, dass wir unsere Fantasie brauchen. Es ist wirklich, das ist, ja. So, hier haben wir noch eine Tür. Hallo. Eine Ratte. Das ist nicht euer Ernst. Piles of old debris crowd the small tower room. Most of it looking quite rotted. Sehr schön. Search. You found a bow and some arrows which appear to be usable. Oh. Gucken, ob du damit umgehen kannst. La. Kannst du. Sehr gut. So, jetzt lege ich das mal weg hier. So. Ja, aber musst du das schon in die Hand nehmen? Obwohl, können wir ja. Ich werde es nicht oft benutzen, weil man da ja dann. Ups. Die Pfeile doch schnell
verschwinden. Muss ich die? Ich wusste, das muss ich auch noch anwählen. So. So, okay. Swag, da können wir jetzt die ganzen Schriftrollen mal reintun. Obwohl, ne, die vielleicht nicht. Die. So. Okay. Ne, mehr ist er nicht. Gut, haben wir den Tower auch. Rasten. Direction hat eigentlich... Was ich gar nicht hat. Ach, du hast ja schon Enchanted Blade. Wieso sagt mir das keiner? Das ist eigentlich so die Vorbereitung, die man üblicherweise macht. Jetzt eigentlich noch... Jetzt machen wir alles. Aber eigentlich noch Detect Secret. So. Jetzt ist das Auge offen. Wenn ich tief im Herzen der Angst eine befremdliche Absurdität leise wachrufe, öffnet sich in der Mitte meines Schädels ein Auge. Okay, so. Ja, jetzt haben wir... Ah, ja, die. Wir haben ja hier noch... Quatsch. Oh, Spiel! Ja, ich bin falsch abgebogen, aber da musst du nicht gleich... Ups, habe ich jetzt dich schießen lassen? Das war doof. Okay, gut. Wir haben ja hier noch zwei Türme. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Achso, hier kamen wir ja nicht weiter. Key of Spades. Aha. Copperkey, Einkey können es nicht sein. Okay, hier kommen wir schon mal nicht weiter. Na, super. Hallo? Aha. Oh, ganz schön hoch hier. The door is solid black and looks to be quite heavy. Bolted to the center of its face is a black iron spade. Ah. Success. Okay. Na, Burgs. Das will ich machen. Ach du Scheiße. Hallo. Ein Zombie. Die sind unschön. Die sind sehr unschön. Was haben wir denn hier? Haben wir nicht. Aber wir haben ja zum Glück Dispel Undead. Ich habe noch kein Anti-Magic. Missile Shield. Ach ne, Air Pocket habe ich auch noch nicht. Nee, gut, dann drauf da. Ah, fuck it. Ja, wir sehen, der hat eine ganze Menge Hitpoints. Aber wir sind ja auch nicht mehr die allerschlechtesten. 1100 Punkte, nicht schlecht. Inside the castle spire, the contents of a bed, table and chairs still remain intact after all these years. Bits of old hair and rotted flesh are evident upon the bed, probably from the corpse which you have recently put to rest. Der hat da auch ein bisschen Fleisch von sich liegen lassen. Sehr lecker. Okay, das war gut. Aha. Das sieht ja interessant aus. Mal gucken. Ja, da. So. Na, wohl gucken wir erstmal, was wir hier noch so finden. Detect Secret ist an. Haben wir hier was übersehen? Nein. Muss ich jetzt auch wieder dran gewöhnen, da oben in die Ecke zu gucken. Hallo! Eine Ratte. Ein Zombie und eine Ratte. Das habe ich die schon wieder... So, kaputt. Nothing. Das ist ja blöd. Na gut. Hallo. Mein Schatz, dann machen wir dich mal auf. Inspect. PVSO. Mhm,
Das sieht schon mal gut aus. Okay, da, das ist, ich glaube, da haben wir alles. Noxious Fumes, oder wie das heißt. Das ist ein X, ein X und drei O's, ne, das müsste man ja. Noxious Vapors, genau. Gut. Sinn. Danke. Chrome Keys, Skull Cap, Sparkler, Sneeze Powder. Sneeze Powder ist auch nett. Achso, ja, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe mal nachgeguckt, das hat dieses Fairy Powder oder Fairy Dust oder was wir da benutzt haben. Das hat leider nicht meinen Artifact Skill erhöht, sondern meinen Throwing Skill. Ist ja auch logisch, wir haben es ja geworfen. Das ist, was den Artifact Skill erhöht. Sparkler. Diese kleinen Zauberstäbe. Das ist super. Das hat sich gelohnt. So, dann haben wir noch einen Skull Cap. Hurra. Chrome Keys, die sind. Ich glaube, die sind für die Türen, die zu den Gemächern des Königs und der Königin führen. Die brauchen wir also nicht mehr. Die haben wir ja aufgekriegt, weil die, oder die habe ich ja aufgemacht. Die sind allerdings ziemlich schwer zu knacken, deswegen hat Mr. Bradley freundlicherweise noch diese Chrome Keys vorgesehen, dass man daran nicht verzweifelt. Wo ist denn? So, das kann man add. So, remove. Kannst du das Ding aufsetzen? Ja. Bullwhip. Nee, brauchen wir erstmal noch nicht. Skullcap. Okay. Schön, 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 schön. Jo, das war ja eine nette Truhe. Sonst ist hier aber auch nichts. Gut, dann haben wir. Wir haben da noch einen Key of Dings. Ach, der wird. Ach ja, jetzt. Ja, wir müssen in dem anderen Turm. Hier. Da kommt dahinter auch nochmal eine, sozusagen eine Dorf Spades, wo wir den Key brauchen. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin, weil diese blöde Tür zu ist. Ah, verdammte Axt. Wir haben auch keine mehr, ne? Das Key of Spades, Copper Key, ein Key. Die funktionieren natürlich nicht. Na gut, okay. Schön, schön, schön. Ah, da haben wir noch den. Ich hab ja. Das ist. Komme ich da dann mal am schlausten hin? Den Glockenturm habe ich ja noch vergessen. Den müssen wir noch machen. So. Glockenturm. Erstmal den ersten Stock. Das ist nicht der erste Stock. Hier geht's in den ersten Stock. So. Hier ist doch irgendwo auch der Glockenturm. So, da waren wir von der anderen Seite schon hinter. Hier, genau. Spellfänger. Spell. Celeste. Spell. Valkris. Spell. Razaia. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Eine Tür. Keine Knöpfe. Hallo. Keep Belfry closed. Mhm. Machen wir. Okay. Jetzt sind wir im Glockenturm. Looking up the large well to the top, you see only darkness. On the floor, however, you find the remains of many small rodents and some bits of blood. And what appears to be excrement that fell from above. Okay. Gut. Gibt's hier irgendwelche Secrets? Nö. Aha. Weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Aha. Eine Tür.
A large blackened bell hangs silently within the top of the belfry, covered with sooty molds and splotches of bat droppings. A long, thick rope descends from the bell down into the well and is used to ring it by holding on and jumping in. It also appears to be the only way across the well. Das ist nicht gut. Habe ich gespeichert? Habe ich. Attempt to swing across the belfry. Ah! Das klingt... Okay, das klingt normal. The bells, irgendwas, das habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Here comes the bats. Also wir haben es auf jeden Fall geschafft. Glaube ich, oder? Gucken wir mal. Schon ein bisschen bessere Bats. Sind wir jetzt rübergekommen oder nicht? Verdammte Axt. Bump. Okay. Ja, ja. Sieht so aus, ne? Oder sind wir wieder... Schauen wir mal. Aha, wir sind drüben. Okay. Können wir das öffnen? Können wir nicht. Ja, jetzt müsste man einen Schlüssel haben. Spiel. Währenddessen überlege ich mal kurz. Sleep. Ja, ja, so ist ja gut. So. So. Puff. Und puff. Ja, und in diese Tür kommen wir, fürchte ich, einfach nicht rein. Wir haben keinen Schlüssel. A large black bell hangs there. Attempt to swing across. Bong, bong, bong. Kommen jetzt wieder Bats? Ja. Oh, ein paar mehr. Ja, immerhin. Haben wir noch ein bisschen was zu kämpfen. Ist ja auch schön. Ach ja, Didel dumm, Didel dumm. Also, so wie es aussieht, kommen wir wohl nicht drum rum. Wir müssen uns mal mit dem Altar beschäftigen. Beziehungsweise, wir können gucken, ob wir Lemontes Snoopshui. Fuck, hat nicht geklappt. Das ist nämlich leider. Können wir nicht einfach. Das weiß ich gar nicht. Es ist nämlich leider nicht immer, man zwingt nämlich manchmal auch zurück und dann, so. Ja.
Schlagen wir noch ein paar Bats tot. Come on. So. 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 Uff. Quatsch. Sind wir jetzt drüben? Danke, Spiel. So, jetzt können wir. Jo. Ja, toll. Belfry ist closed, ja. Da fehlt uns der Schlüssel. So, wie kommen wir denn jetzt nochmal zu dem. Also erstmal. Ja. Hier kommen wir irgendwie zu dem. Hier nicht. Hier. So, jetzt sollen wir erstmal speichern und rasten. So, wie sieht das aus? Voll. Noch nicht voll. Okay. Ja, nähern wir uns auch wieder dem Ende eines Videos. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal versuchen wir dann den Altar zu bedienen. Die Instruktionen im Book of Realm haben wir ja. Mal gucken, ob wir da draus schlau werden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.